I have a dream. Und zwar habe ich den Traum, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir alle regelmäßig am politischen Leben teilnehmen. Alle, ausnahmslos alle. In der es völlig normal ist, dass man seinem privaten Alltag nachgeht und doch immer wieder ausgelost wird, um über bestimmte Fragen mitzuberaten, mitzuhören und mitzuentscheiden. Denn so wie wir es jetzt machen, dass man sich dann politisch engagiert, wenn man schon ziemlich angepisst ist, das ist ungefähr so, wie wenn man in seinen privaten Beziehungen, also zum Beispiel in der Familie oder in der Firma, immer nur dann redet, wenn man schon furchtbar angepisst ist. Und das ist nicht ganz so günstig. Also es gibt so die goldene Regel, das Gespräch dann zu suchen, wenn man zwar schon merkt, irgendwie, vielleicht sollten wir mal reden, aber man noch nicht so drüber ist, dass das Gespräch nur verunglücken kann. So machen wir halt momentan Politik, ne? Die Gesellschaft, von der ich träume, ist eine, in der Politik was total Normales und Alltägliches und fast schon Banales ist, also was sehr Unaufgeregtes. Wo wir zusammenkommen, ganz ohne Parteien, sondern eben auf Zuruf. Oh, sachlich beraten, uns den Input der Wissenschaft anhören, uns den Input Betroffener anhören und von Leuten, die sich schon lange mit der Thematik beschäftigen oder vielleicht in der Verantwortung stehen für uns alle, also Berufspolitiker oder Beamte. Und dann aber gemeinsam aufeinander kommen als der Souverän, der wir halt gemeinsam sind, ne? Die Bürger in einer Demokratie sind der Souverän. Und es ist ganz gut, wenn der Souverän sich gelegentlich sieht. Nun ja, so eine entspannte Demokratie halte ich für technisch absolut machbar. Was wir halt brauchen, sind geloste Bürgerversammlungen als im Normalbetrieb der Gesellschaft. Also nicht in Sondereinsätzen und auch nicht nur für Pillepalle, Lokalpolitik, Sachen. Da dürfen die durchaus auch sein oder sind die auch gut, nur sie darauf zu begrenzen, zeugt doch von einem gewissen Misstrauen in die Bürger, sag ich mal ganz freundlich, unfreundlich, weiß ich nicht, ist halt so momentan. Wir könnten das ganz anders machen, wir können uns regelmäßig sehen, erfordert einen gewissen Mehraufwand, aber ich glaube, das, was wir zurückbekommen dafür, wenn wir das machen und das integrieren in unser Leben und in unsere Verfassung, in unser politisches Setting, ins Gesamtgefüge unserer Institutionen, das lohnt sich allemal. Ist ein vielleicht bisschen unspektakulärer Traum. Ich glaube, dass die Wirkungen dramatisch geil sein werden, wenn wir das machen. So geil, wie wir es uns jetzt noch kaum vorstellen können, auch ich nicht. Also larger than life. Und dass wir immer mehr Vertrauen fassen eigentlich in uns selber, indem wir das tun. Ne? Also auch Vertrauen muss man sich erarbeiten. Diese geloste Bürgerversammlungsnummer ist ein sehr, sehr smarter Weg, sich als Bürgerschaft immer mehr zu vertrauen, Vertrauen zu lernen. Also nicht nur sich selbst, auch sich selbst, dass man ja doch vielleicht gar nicht so dumm ist, wie man denkt in politischer Hinsicht. Und auch den eigenen Mitbürgern, die man ja kaum kennt. Also man muss sich mal klar machen, in unserer Gesellschaft laufen eine Menge Menschen rum, die wir kaum kennen. Ja? Und wie ist es bei Menschen, wenn sie sich kaum kennen? Sie haben Angst voreinander. Und zwar zu Recht, ja? Weil Menschen, mit denen wir nicht verbunden sind, die tun sich gegenseitig schlimme Dinge an. Ist halt so, ne? Weil da herrscht keine Verbundenheit und dann herrscht Misstrauen und dieses Misstrauen schaukelt sich gegenseitig hoch und dann entsteht Unverständnis und dann rüsten irgendwelche Seiten auf, weil sie halt sich bedroht fühlen und dann fühlen sich die anderen bedroht und alle haben recht mit ihrem sich bedroht fühlen. Braucht aber kein Mensch, ne? Einzige, was du machen musst, ist regelmäßig zusammenkommen in geloßten Bürgerversammlungen, gemeinsam Politik machen, gemeinsam Probleme lösen, sich dabei noch besser kennenlernen und sich eben immer mehr vertrauen lernen. Wenn die Krise, die wir momentan haben, eigentlich eine Vertrauenskrise ist, sind geloste Bürgerversammlungen so ziemlich das Allerallerschlauste, was wir gerade machen können. Und wir müssen sie halt regelmäßig machen. Ne? Regelmäßig in einem Ausmaß, dass jeder ab und zu, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, mehrmals im Jahr in einer gelosten Bürgerversammlung sitzt und über Politik berät und mitbestimmt, ja, wie das in der Demokratie vorgesehen ist. Aktive Bürger, aber eben nicht aus Engagement, weil engagieren tun sich, wie gesagt, Leute, die schon drüber sind.
die so angepisst sind, dass sie wertvolle private Zeit opfern aus privater Initiative. Während geloste Bürgerversammlungen uns alle engagieren, während wir überwiegend noch ziemlich entspannt sind bei dem Thema und dann eben auch in einer ganz anderen Stimmung da sind. Und dann meistens von uns selber ziemlich überrascht sind und genauso überrascht sind von unseren Mitbürgern. Die Demokratie, wenn sie funktioniert, ist eine einzige große Überraschung, in der ständig kleine und große Wunder passieren. Auf unspektakuläre Art. Aber wer hat gesagt, dass es nicht auch unspektakuläre Träume gibt? Also Träume von nicht großen bombastischen Ereignissen, sondern genau vom beständigen Wegarbeiten von bombastischen Ereignissen, die dann gar nicht mehr eintreten. In vielen Fällen, wenn es gut ist, kann man sagen, wie Sie spüren, spüren Sie nichts. Und ich für meinen Teil würde gerade gerne deutlich weniger spüren, als ich es im Moment täglich tue. Vielleicht geht es nur mir so, aber in jedem Fall bleibt Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam. Bis dahin, ihr Lieben, habt einen wunderschönen Abend.